Guten Tag zusammen. Am vierten Tag unserer Holland-Tour sind wir in den Norden Hollands, Kopf von Holland gefahren. Und zwar war es ungefähr 200 Kilometer mit dem Auto. Zwischendurch haben wir eine kleine Pause gemacht an einem schönen Hafen, haben dort ein bisschen was gegessen und sind dann weitergefahren zur Familie Boontjes auf einen Bauernhof, Camping de Horizon, die Holländer sprechen das, glaube ich, Englisch aus, Horizon, in Burgerbruck gefahren. Das ist ein alter Bauernhof hier mit Viehwirtschaft, also Weidewirtschaft, Milchwirtschaft. 50 Kühe haben sie ungefähr, sehr schöne Kühe, einen entsprechenden Milchstall, wo die Kühe, wie ich gesehen habe, dann automatisch von alleine hineinlaufen zum Melken. Ein kleines Häuschen, was man mieten konnte, und ansonsten auch ein Campingplatz. Von hier aus wollten wir jetzt drei Touren fahren. Die erste Tour, die wir jetzt fahren, geht in die Scholzer Dünen. Und zwar fahren wir erstmal raus aus dem Platz, an dem Bauernhaus vorbei. Und jetzt gibt es gleich eine Karte, um den ersten Teil der Tour anzuzeigen. Scholl habe ich hier falsch geschrieben, schreibt sich mit 2 O. Wir fahren also raus aus dem Campingplatz zunächst mal nach Petten. Zu Petten gibt es einiges zu sagen, da haben wir schon sehr oft Urlaub gemacht. Dann fahren wir an dem neu aufgeschütteten Dünenstrand entlang nach Camperdün. In Camperdün sind wir mal kurz ans Wasser gegangen und von dort aus ging es durch die Scholzer Dünen. Hier nochmal ein zweites Mal an den Strand. Da gab es interessanterweise Sonnencreme umsonst. Und dann ging es weiter wieder durch die Dünen, zum Teil eben auch durch ein etwas bewaldetes Gebiet bis nach Bergen an See. Wir sind in Petten angekommen. Es gibt hier so ein ganz kleines Zentrum mit einem Supermarkt, einem Sparmarkt. Es ist aber zu sagen, dass hier in Petten im Augenblick vermutlich 1-2 Jahre nicht viel los ist. Denn dieser schöne Campingplatz Korvater, da fahren wir gleich vorbei, ist ja geschlossen worden. Hier ist der Sparmarkt. Und das ist Werbung. Versprechen für die Zukunft. So, das war's auch schon mit der Innenstadt von Petten. Dorf, ein Dorf ist das ja, keine Stadt. Vor uns sieht man dann schon so ein bisschen Baustelle. Wir müssen jetzt links so rum. So, hier geht es jetzt rechts herum. Und hier war mal ein Besucherzentrum. Und das Besucherzentrum ist jetzt auch geschlossen wegen der Baumaßnahmen. Hier ist also irgendwo alles dicht. Auf jeden Fall wird der Deich gemäht. Schafe scheinen sie hier nicht zu haben. Hier links war das Besucherzentrum. Da konnte man sich informieren über die ganzen Sandaufspülungen und die Baumaßnahmen, die hier gemacht wurden. Ich weiß nicht, wo sie das verlagert haben. Und hier rechts haben die Besitzer gewohnt und das war die Rezeption von diesem Campingplatz. Wirklich ein sehr schöner Campingplatz in den Dünen. Und jetzt ist alles abgebaut. Das Haus wird sicher auch noch abgerissen. Hier war mal die Rezeption. Und hier soll jetzt so ein Bungalow-Zentrum oder Ferienzentrum mit festen Bungalows und Häusern gebaut werden. Jetzt kommen einige Fotos von heute, also aktuell, aber auch aus der Vergangenheit. Dies ist aktuell. Und jetzt der Campingplatz, so wie er beim letzten Mal, als wir dort waren, ausgesehen hat im Hintergrund.
in diesem ehemaligen Jugendhaus, in dem haben wir schon mal übernachtet. Das wurde zu einem Pop-up-Hotel umgebaut. Wir hatten damals die ganze Küche für uns alleine, weil wir waren eigentlich die einzigen Gäste, wie man hier auch sieht. Irmgard sitzt da an einem großen Tisch. Und hier links ist so eine große Düne, da fahren wir gleich mal hin. Wir fahren jetzt hier weiter geradeaus und da oben wieder rum. Das Thema ist so, es waren hier auf dem Campingplatz bestimmt so um die 500 Leute im Sommer. Und die fehlen jetzt ja dem Ort hier. Das heißt, die haben auch alle da eingekauft, in dem Sparmarkt die meisten. Und jetzt ist hier kaum noch was los, weil Ferienwohnungen, Hotels gibt es hier bisher eigentlich nicht. Und die Absicht war, auch wohl der Stadt, hier was Festes zu bauen, damit es nicht so ein reiner Saisonbetrieb ist für die Geschäfte und für die, die es hier gibt und die Restaurants. Denn dann, früher war es immer so, ab Ostern ging es los, dann war wieder Flaute, dann Pfingsten bis September oder bis zum Herbstferien und im Winter war hier gar nichts los. Und jetzt soll das durch die festen Häuser, soll das entsprechend das ganze Jahr besser ausgelastet werden. Und das dauert jetzt natürlich mindestens, schätze ich mal, 2 bis 3 Jahre, bis das hier alles fertig ist. Und dann kommt natürlich auch ein anderes Publikum, weil diejenigen, die früher auf dem Campingplatz waren, die kommen hier nicht her, sondern andere, die sich teure Mieten für diese Bungalows leisten können. So, hier ist der Strand Petten und vor uns ist diese neue Düne. Da gehen wir jetzt aber nicht hoch. Irgendwann wollen wir da hoch? Nee, ne? Wir fahren jetzt hier an dem Strand, der neu aufgespült worden ist. Aber hier ist alles neu aufgespült. Links sieht man noch so einen Betondeich. Das war der ursprüngliche Deich. Alles, was jetzt hier ist, wo wir fahren, ist alles durch eine Sandvorspülung aufgespült worden. Wir haben das also mitgekriegt, als hier fleißig gespült wurde, mit großen Saugbaggern, die vielleicht 1-2 Kilometer außerhalb dort waren und den ganzen Sand hier reingespült haben. Und zwar auf einer Strecke von 15 Kilometern. Und die ganze 15 Kilometer Strecke fahren wir jetzt ab. Wir fahren also immer so durch künstlich aufgeschüttete Dünen. Ja. Jetzt gibt es wieder ein paar Bilder aus der Vergangenheit. 2-3 Jahre her ist es. Oben auf dieser Düne, die aufgeschüttet ist, von da hat man einen tollen Ausblick. Einerseits auf die Nordsee, andererseits auch ins Hinterland. Da geht man wieder diese Treppe wieder herunter an den Strand. Und wenn man unten ist, gibt es auch einen wunderschönen Strand. Damals war auch recht viel los an diesem Strand. Hier gibt es auch eine Strandbar. Man kann dort auch angeln. Interessanterweise gab es da ziemlich viele Leute, die dort geangelt haben bei Hochwasser. Und auch schöne Sonnenuntergänge haben wir dort erlebt. Man kann sich dann schön an den Strand setzen und beobachten, wie die Sonne untergeht, weil man guckt genau in den Westen. Noch einmal ein Blick zurück auf die schöne Düne. So, jetzt fahren wir hier weiter. Vor uns ist jetzt dieser künstlich angelegte See. Eine Lagune nennt sich das hier. Wir fahren jetzt mal rechts ein bisschen rum. Ja?
Ja, ich fahre noch ein Stück runter. Ja. So, hier ist also auch so eine schöne Strandbude. Da wollen wir jetzt nicht hin, sondern ich fahre wieder hoch. Man soll hier auch die Räder abstellen. Scheint gerade Flut zu sein. Aber es ist kaum Wellen, kaum Wind. Wie man sieht, ist jetzt Ostwind. Die Skulptur, die man jetzt dort im Hintergrund sieht, nennt sich De Strandfonder. Von Simon Gutka ist die gebaut, habe ich gelesen. Auf geht es durch die Scholzer Dünen. Welcome, Scholzer Dünen. Wir sind mit die höchsten Dünen in den Niederlanden. Vielleicht sogar die allerhöchste, ich weiß es nicht genau. Mal was gelesen davon. Aber wenn man jetzt auf die Dünen laufen will, dann muss man dann doch ziemlich viel weglaufen, weil der Radweg geht doch ein bisschen im Hintergrund. Hier gibt es noch eine Straße hier links, die führt zum Parkplatz. Der ist, glaube ich, einen Kilometer entfernt noch, der Parkplatz. Und ab da geht es nur noch mit dem Fahrrad oder zu Fuß weiter durch die Dünen. Fährst du mal ein bisschen vor? Ja, schön, ne? Hier ist ja auch eine Heidelandschaft und so sieht es aus, wenn die Heide blüht. Man fühlt sich fast in die Lüneburger Heide zurückversetzt. Sehr schön. Wir wollten eine Trinkpause machen, ja. Ja. Jetzt sind wir wieder auf der Straße, die zu dem Parkplatz führt. Der Parkplatz ist vor uns. Er ist doch länger als 1 Kilometer, wie ich vorhin gesagt hatte. Wir sind wohl jetzt schon 3 Kilometer gefahren. Es ist heute doch ganz schön warm. Ich habe hier keine Temperaturanzeige. Ich schätze, 25 Grad wird es jetzt schon sein. Es wird dann noch ein bisschen wärmer heute Nachmittag. Wir haben jetzt 12:15 Uhr, 12.45 Uhr. Mal gucken, wo wir fahren müssen. Ja, wir müssen hier rechts. Ja, wir müssen ein Stück weiter fahren.
Hier ist kein Schatten. Man soll hier den Weg nicht verlassen. Hier sind auch rechts und links Zäune, dass man da nicht reingeht und die Dünen zertrampelt. Denn die Dünen sind natürlich Hochwasserschutz hier. Also da soll man nicht hinlaufen, auf diese Dünen. Wir sind jetzt an dem Strandabschnitt Schorl an See. Da ist schon deutlich mehr los als in Petten, wo wir vorhin waren. Hier oder auch in Camperdün war es auch noch nicht so voll. Hier stehen schon sehr, sehr viele Fahrräder. Wir sind dann bis unten runtergefahren. Hier kann man rechts dann auch noch zu so einer Strandbühne fahren. Interessanterweise, hatte ich eben schon gesagt, gibt es hier Sonnenmilch, Sonnenschutz umsonst. Durch das Loch da oben kann man auch ein schönes Foto wohl machen, Porträt. Das ist Pal Nummer 29. Die Strandhäuser sind ja nach, nummeriert nach Pals. Und dann geht es wieder zurück. Also wir sind da nicht ans Wasser, ins Wasser gegangen, sondern nur mit dem Fahrrad an den Strand runtergefahren und jetzt wieder zurück. Weiter geht es dann durch die Dünen. Ab hier beginnt dann bis nach Bergen hinein ein bewaldetes Gebiet. Das ist auch sehr angenehm bei der Wärme, die wir inzwischen hatten. Man kann da sehr schön im Schatten fahren. Schöne Wege, auf denen man Rad fahren kann. Ab und an kommen auch Radfahrer entgegen, aber es war noch nicht besonders voll dort. Also sehr angenehm. In dieser Ecke kurz überlegt, wir müssen jetzt rechts herumfahren nach Bergen an See. Ab hier öffnet sich das Gelände wieder ein bisschen, das heißt, der Wald wird weniger und die Dünen kommen wieder zum Vorschein. Es gibt auch ein bisschen Sandverwehungen, aber nicht besonders schlimm. Also man sieht rechts schon recht hohe Dünen wieder. Weiter geht's. Wir sind in Bergen an See. Jetzt fahren wir mal ein bisschen noch zum Wasser. Hier ist wieder das übliche Parkproblem mit Autos. Ab und an gibt es noch mal einen freien Platz, aber das ist höchst selten. Wir fahren hier hoch zum Strand. Fahrräder jede Menge inzwischen hier. In das Gerammel wollen wir nicht. Ich glaube, da oben hat man eine ganz gute Aussicht. Mal gucken, wie wir an dem Ding da vorbeikommen. Ja, ich überlege, wir müssen jetzt eigentlich wieder zurückfahren. Da steht was. 07.
Hier war es uns zu voll und deswegen sind wir wieder zurückgefahren, jetzt in den Ort Bergen hinein. Und dort haben wir an einem kleinen Tierpark eine schöne Pause gemacht. Wir fahren jetzt, das habe ich so in Erinnerung, durch ein schönes Villengebiet. Ja, hier stehen schon rechts die schönen Häuser. Sind aber alle ein bisschen abgeschirmt. Hier ist 49. Ja, ich suche schon die ganze Zeit eine Stelle. Ich habe aber noch keine gefunden. Da ist was. Ja, da vorne. Wir haben dann einen schattigen Platz gefunden. Es gab überwiegend Damenwild. Aber es gab dann auch ein paar Ziegen und andere kleinere Tiere, die dort waren. Ein Vau, den hatte ich auch gesehen. Sehr schön, idyllisch. Und jetzt folgt der letzte Teil unserer Radtour. Da geht es nochmal in den Ort Schorl hinein und dann wieder zurück ins Land der Polder, zurück zu unserem Bauernhof nach Burgerbruck und an einer schönen Mühle sind wir auch noch vorbeigekommen. Wir sind jetzt an der Ortsmitte von Schorl. Dort ist diese Düne, auf der man hochlaufen kann. Die Kinder rutschen da öfter mal runter. Von hier aus sieht sie nicht sehr steil aus. Das täuscht ein bisschen. Etwas steiler ist sie schon. Hier gibt es auch einen Einkaufsladen. Ich glaube, ein Jumbo-Markt ist das inzwischen. Dann sind wir weitergefahren. In diesem Café hier haben wir öfter schon mal Pause gemacht früher und Minttee getrunken. Und dann geht es zurück über schöne Straßen. Und es ist Anlass, vielleicht ein Fazit zu ziehen. Wir sind ungefähr 50 Kilometer gefahren auf sehr schönen Radwegen
oder verkehrsberuhigten Straßen, so wie hier. Es war sehr abwechslungsreich. Wir sind durch Weidegebiete und Wiesen gefahren, aber überwiegend auch am Strand und an Dünen. Die Scholzer Dünen sind sehr toll und besonders beeindruckend ist auch der schöne Ort Bergen. Zum Abschluss sind wir noch an einer sehr schön restaurierten Mühle vorbeigefahren. Es war insgesamt ein ganz toller Tag.